Deswegen, das ist natürlich jetzt gut für uns, weil wir nur zu zweit sind und damit dann gegen weniger Squads fighten müssen und uns je nachdem dann in den finalen Kampf einmischen können. Oh nein, wir werden in die Mangel genommen. Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Runde hier in Apex Legends. Wie immer, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, das Ganze hier supportet. Und wir spielen heute mal nicht Ranked, sondern ich wollte nochmal hier auf der Rand der Weltmap spielen. Da haben wir längere Zeit nicht gespielt. Und ich habe mir überlegt, dass jetzt wahrscheinlich die nächsten paar Wochen erstmal regelmäßig per Apex Legends Folgen kommen werden. Vor allem auch mit Season 7, die ja jetzt rauskommen wird. Und ich glaube, dass es relativ schnell langweilig werden kann, wenn ich halt eben immer nur mit denselben Waffen, immer mit meinem Standard-Loadout einfach nur auf den Sieg gehe und versuchen damit dann zu gewinnen. Ich glaube, das wird einfach auf Dauer ein bisschen langweilig, da das zuzuschauen. Deswegen könnt ihr gerne eure Vorschläge unten in die Kommentare unter dieses Video schreiben. Mit was für Legenden soll ich mal spielen? Welche Legende soll ich ausprobieren? Was für Waffen soll ich ausprobieren? Ja, es kann ein komplettes Sniper-Loadout sein. Zum Beispiel die Triple Take, die eignet sich ja auch so ganz gut als Nahkampfwaffe meiner Meinung nach. Das kann ein Loadout mit der P2020 sein, mit Hammerpunktaufsatz und so weiter. Also da könnt ihr gerne mal eure Vorschläge in die Kommentare schreiben, was ich da ausprobieren soll. Denn wie gesagt, ich glaube, es wird einfach langweilig, wenn ich immer hier mit der R301, immer mit der Flatline, immer mit der Prowler und so weiter spiele. Dass es da einfach ein bisschen mehr Abwechslung gibt und dass es ein bisschen mehr Spaß macht, da dann zuzugucken. Wenn das halt eben für mich dann auch eine Herausforderung ist und einfach mal mich dazu zu zwingen, da auch mal was anderes auszuprobieren. Ich glaube, das könnte vielleicht ganz witzig werden. So, ich glaube, wir konnten uns irgendwie was Gutes craften. Genau. Goldener Laufstabilisator und erweitertes Magazin Stufe 3. Nice. Komischerweise sind wir leider nur zu zweit reingejoint. Als einziges Team natürlich. Nice. Nice. Jetzt müsste ich nur die G7 Scout loswerden. Mit der kann ich nicht so viel anfangen, wenn ich ehrlich bin. So eine R301 wäre ganz nice. Nice. Lila Rüstung, nice. Also direkt hier am Anfang, super gut ausgestattet. Erwischt man nicht immer am Anfang der Runde. Oh. Oder sollen wir die Volt nehmen? Weil wir haben ja jetzt schon die Flatline eigentlich ziemlich gut ausgestattet. Und dann bräuchte ich ja nicht nochmal eine R301, die auch auf weite Distanz schießt. Komm, das machen wir. Wir schmeißen das hier raus, sammeln schon mal hier die Energiemunition ein. Ich glaube, der hatte da auch irgendwie ein erweitertes Energiemagazin eben gepinkt gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Weiß ich natürlich dann nicht, wo das ist. Ich habe ja jetzt auch die Volt leider nicht angepinkt, deswegen muss ich da jetzt erst ein bisschen suchen gehen. Aber ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Anstatt dann hier jetzt... Da ist sie. So. Dann nehme ich das mit. Das kriegt der nämlich dann gleich. So. Und dann... Ah, der läuft natürlich jetzt weg. Aber hier ist direkt das Magazin. Sehr schön. Gut. Ist auch mal eine interessante Kombination. Da fange ich ja hier direkt schon mal an, hier andere Waffen auszuprobieren. Aber wie gesagt, gerne irgendwelche Vorschläge, irgendwelche Kombinationen, Loadout-Vorschläge in die Kommentare schreiben. Da versuche ich dann in den nächsten paar Folgen da irgendwie was mit aufzunehmen. Die Frage ist, ich denke, ich gehe mal davon aus, dass das dann halt eben nicht so ultra gut laufen wird, dass ich dann in jeder Let's Play Folge da mit dem Loadout dann auch den Sieg holen werde. Aber ich glaube, darum geht es dann in erster Linie einfach nicht, sondern einfach Spaß zu haben mit einem anderen Loadout und das mal auszuprobieren. Okay, es leben einfach nur noch 7 Squads. Also es ist... Geht hier im normalen Modus, geht das immer so schnell. Wenn man die Ranglisten spielt, ist das nie so. Oder fast nie so. Okay, der hat die Schildzellen eingesammelt. Deswegen, das ist natürlich jetzt gut für uns, weil wir nur zu zweit sind und damit dann gegen weniger Squads fighten müssen und uns je nachdem dann in den finalen Kampf einmischen können. Ah, hier ist jetzt die R301, aber jetzt habe ich mich schon entschieden und dann geben wir dem noch das hier. Jawohl, schön, hat er gebraucht. Naja, das Problem halt eben ist jetzt, es sind nur 6 Squads übrig und der Ring ist riesig groß noch. Da ist es natürlich dann schwierig, jetzt gleich uns irgendwo einzumischen, weil die Fights halt eben schon ziemlich verstreut voneinander sind.
Dann müssen wir, glaube ich, wenn wir versuchen, hier auf den Sieg zu gehen, also. Ich glaube, es wird doch sowieso nur einen einzigen Fight geben. Entweder der finale Fight oder einen Fight, wo wir dann direkt sterben werden. Vor allem, weil wir ja eben nur zu zweit sind. Aber ich würde halt eben schon dann jetzt erstmal versuchen, defensiv zu spielen. 5 Squads nur noch. Alter, geht das hier heute schnell. Runde 1 ist noch nicht mal vorbei. Ja, also ich glaube, unsere einzige Chance jetzt, das Match zu gewinnen, das ist ja bis jetzt auch ziemlich langweilig, weil wir die ganze Zeit hier nur rumlaufen. Aber ja, unsere beste Chance irgendwie zu gewinnen, ist wirklich uns zurückzuhalten und auf den finalen Fight zu warten und uns da dann bestmöglich einmischen. Weil wenn wir jetzt irgendwie gegen einen Dreier-Squad antreten müssen, ich glaube, das sieht ja dann nicht so gut für uns aus. Okay, da hinten wird gefightet, 10 Leute nur noch. 4 Squads nur noch, 9 Leute. Okay, da hinten wird einer gerespawnt. Das ist schon mal nicht nice, aber das war jetzt zu weit weg, als dass wir da hin könnten. Oh, der Typ hat sogar 2 Leute zurückgeholt. Okay, das heißt, wir sind dann bei 11 Leuten, 4 Squads. 3 volle Squads und wir nur zu zweit hier die ganze Zeit am Rumlaufen. Also, wie gesagt. Zum einen halt eben, wir sind nur zu zweit, deswegen glaube ich, wenn wir da gleich einfach so gegen einem Squad gegenüberstehen, dass wir da dann sehr schnell fertig gemacht werden. Und zum anderen ist es zumindest bei mir fast immer so, wenn man die ganze Zeit nur lootet, nie in den Fight kommt, dass man dann immer relativ schnell einfach drauf geht. Okay, ich glaube, ich würde hier erstmal bleiben, gucken. Sind ja nur noch 30 Sekunden knapp, gucken, wo der nächste Ring ist. Aber wahrscheinlich, wenn der das Care-Paket kommt, wird dort da irgendwo hier der Ring sein. Oh, da kämpfen welche. Ich glaube sogar jetzt, da kämpfen ja 2 Squads mindestens, werden wir uns natürlich jetzt einmischen und der andere Squad auch noch. Weil das hört man ja einfach. Okay, endlich kommt zum Fight. Jetzt müssen wir uns hier beweisen. Zone kommt auf jeden Fall. Da ist auch einer. Die kommt hier runter. Jawohl, gar nichts getroffen. Okay, jetzt wird's schwierig, auf jeden Fall. Das ist keine gute Situation. Wir haben den High Ground, aber. Alter, gibt's doch nicht. Ich treffe hier null. Jawohl, vorher gekillt, vorher gekillt, vorher gekillt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber da muss ja noch das zweite Squad mit Octane sein. Oh nein, wir werden in die Mangel genommen. Überhaupt nicht gut. Kein bisschen. Da auch noch, ey. So. Okay, da ist je nachdem noch die Wraith. Hier waren auch noch 2. Mindestens. Der pusht hier oder was? Ich gehe schnell zu dem hin. Komm, 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 komm. Schnell raus hier, schnell raus hier. Das lämmt. Oh nein, da hat jemand die Peacekeeper. Blockier mich doch nicht. Er hat den hier Caustic hat der. Nur 2 Squads leben, Leute. Was geht ab? Ey, ist das der letzte? Nee, das sind die nicht. Okay. Das heißt, von denen muss noch irgendwo einer leben. So. Dann nehmen wir uns einfach mal die Peacekeeper mit, ne? Ich denke mal, da wird jetzt nur die Wraith leben. Oh, wir sollten zum Ring auf jeden Fall. Gut, das lief ja viel, viel besser als erwartet. Ich habe zwar irgendwie nur einen Kill gemacht, leider. Und dann war es das irgendwie, je nachdem, mit der Action für diese Folge dann auch schon gewesen. Das war ja nicht wirklich viel. Ich habe auch wieder komplett den Überblick verloren, wer hier zu welchem Squad gehörte und wer dann irgendwie lebt.
wollte gerade sagen, es kann bestimmt sein, dass wir einfach so gewinnen, weil er durch die Zone stirbt. Und da haben wir einfach easy zu zweit gewonnen. GG, Leute. Das war eine sehr, sehr unaufregende Folge. Apex Legends. Der Loot-Simulator. Na gut, dann war es das eben mal eine eher kurze Folge nur. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Und lasst gerne ein Like da und schreibt, wie gesagt, gerne in die Kommentare irgendwelche Vorschläge, was für Waffen, was für Legenden ich mal nehmen soll. Nochmal, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal.